Eins meiner Lieblingsweihnachtslieder ist »Es ist ein Ros entsprungen«. Ein Rätsellied aus dem 16. Jahrhundert, als man Rätsel und Allegorien besonders schön fand. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art. Und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Das Rätsel? Was ist die Rose? Was ist die Wurzel? Und was ist das Blümlein? Im katholischen Raum rund um Trier und Speyer und Mainz, wo das Lied zuerst gedichtet wurde, da war ganz klar, die Wurzel ist Jesse, der Stammvater Israels, die Rose oder das Reis ist die Jungfrau Maria und das Blümlein ist das Jesuskind. Und für lateinisch gebildete Mönche steckte sogar noch ein Wortspiel darin, Virga ist das Reis oder der Spross und Virgo ist die Jungfrau. Was ich an dem Lied besonders mag, ist der Hinweis auf die Rose, auf Blumen, die auch im Winter blühen. Jetzt im November und Dezember kann man in den Gärten immer noch Rosenknospen sehen, so wie hier. Und nicht nur jetzt, wo die Winter immer wärmer werden. Ein Hinweis auf Gottes Liebe zum Leben, der es mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht doch wachsen und blühen lässt. In und trotz Kälte und Dunkelheit kommt das Jesuskind zu uns wie eine Blume.